Hast du so Kollegen, die gerade in Online-Meetings teilweise so richtig dumm auffallen und sich zum Affen machen? Heute zeige ich dir, Achtung Satire, wie du das auch kannst. In diesem Video verrate ich dir nämlich 8 absolute No-Gos für Online-Meetings, mit denen du dich bei deinen Kollegen und bei deinem Chef so richtig unbeliebt machst. Die Transferleistung, die setze ich übrigens voraus, also dass du das Gegenteil davon machen solltest. Ich dachte einfach mal, ich probiere jetzt mal so ein bisschen anspruchsvolleres Format aus, damit du mehr Spaß hier beim Ansehen hast. Mein Name ist Tobias, ich bin Gründer von Karriereguru. In den letzten Jahren habe ich über 10.000 Arbeitnehmern wie dir dabei geholfen, beruflich aufzusteigen, ohne sich dabei zum Clown zu machen. Übrigens, falls du es noch nicht getan hast, lad dir gerne mal meinen kostenlosen 3-Schritte-Fahrplan für deine nächste Beförderung runter. Darin erkläre ich dir wirklich haargenau, bis ins kleinste Detail, wie du das nächste Karrierelevel erreichst. Und zwar ohne negativ aufzufallen. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Schauen wir uns also die 8 Punkte an, mit denen du in Online-Meetings garantiert negativ auffällst. Ach ja, erneut der Hinweis: Achtung, Satire. Tipp Nummer 1, der Hintergrundprotz. Ja, du denkst in Online-Meetings, dein Hintergrund ist egal. Falsch gedacht. Ja. Je protziger, desto besser. Warum sich mit einer irgendwie langweiligen weißen Wand zufrieden geben, wenn du allen zeigen kannst, wie erfolgreich du bist? Ein Raumschiff-Cockpit, ein Strand auf Bali, das Oval Office oder gleich die Chefetage von SpaceX. Dein Hintergrund sollte schreien: Schaut her, ich bin wichtiger als ihr alle zusammen. Nur mal als Beispiel, ja, stell dir vor, du bist in einem wichtigen Meeting zur Quartalsplanung. Plötzlich schaltet sich der Kollege Kevin dazu, im Hintergrund die Skyline von Dubai. Scheinbar von einem Penthouse aus. Wenn du in deinem bescheidenen Homeoffice sitzt, lässt Kevin alle wissen, dass er kurz mal so vom Zweitwohnsitz aus Dubai aus teilnimmt. Die Gespräche über Budgets und Ziele rücken quasi in den Hintergrund, denn jetzt will jeder wissen, wie Kevin es zu solchem Erfolg gebracht hat. Mission accomplished. Was du wirklich lernen solltest, in der Realität ist natürlich ein aufgeräumter, professioneller Hintergrund der Schlüssel zum Erfolg. Ein neutraler Raum oder eine schlichte Wand tun es vollkommen. Wenn du einen virtuellen Hintergrund verwendest, dann wähl irgendwas Dezentes. Deine Kollegen, die sollen dir zuhören und nicht deinen Privatstrand bewundern. Tipp Nummer 2, der mobile Chaot. Ja, Meetings aus dem Homeoffice, die sind viel zu langweilig. Ein echtes Alpha-Tier, das nimmt von überaus teil. Je chaotischer, desto besser. Ja, schalte dich aus dem Supermarkt zu, während du einkaufst. Oder noch besser, weiß nicht, nimm vom Beifahrersitz deines Autos teil, während dein Partner fährt. Punkte gibt es für Windgeräusche, schlechte Internetverbindung und Beschwerden über andere Autofahrer. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Mitten in der Präsentation deiner Kollegin über die neue Marketingstrategie meldest du dich zu Wort. Entschuldigung, könnt ihr mich hören? Ich bin gerade irgendwie auf dem Weg zum Flughafen, muss nochmal schnell irgendwie einen Kunden treffen. Im Hintergrund hört man Verkehrslärm, dein Bild wackelt irgendwie wild und alle paar Sekunden frierst du ein. Perfekt. So zeigst du allen, dass du viel beschäftigter bist als alle anderen, viel wichtiger dadurch und so banale Dinge wie eine stabile Internetverbindung eigentlich überhaupt auch nicht wichtig sind. Was du wirklich lernen solltest: Zuverlässigkeit ist King. Ja, wähl für wichtige Meetings einen ruhigen Ort mit stabiler Internetverbindung. Ja, musst du denn wirklich unterwegs sein? Dann kommuniziere das vorher und entschuldige dich für mögliche Störungen. Profis verschieben ein Meeting lieber, als es irgendwie mit schlechter Verbindung zu stören. Tipp Nummer 3, der Wichtigtuer. Warum solltest du dich mit dem Inhalt des Meetings befassen, wenn du allen zeigen kannst, wie gefragt du bist? Sei der Typ, der ständig wichtige Termine erwähnt, Namen fallen lässt und mysteriöse Andeutungen macht. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Mitten in der Präsentation deiner Kollegin über Quartalszahlen platzt du heraus und sagst: Sorry Leute, ich muss in 10 Minuten los zum Lunch mit dem Vorstand. Ja, ihr versteht schon. Oder du erwähnst beiläufig, dass du gleich noch mit New York telefonierst, auch wenn du eigentlich nur deine Tante anrufst. Was du wirklich lernen solltest: Respekt und Aufmerksamkeit sind in Meetings Gold wert. Konzentrier dich auf das aktuelle Meeting und die Beiträge deiner Kollegen. Musst du früher gehen? Informier den Host vorher diskret per privater Nachricht. Deine Kollegen werden deine Rücksichtnahme zu schätzen wissen und dich als professionell wahrnehmen. Tipp Nummer 4, der Emoji-Enthusiast. Wer braucht schon Worte, wenn es Emojis gibt? Zeige allen, dass du super engagiert bist, indem du den Chat mit
Emojis bombardierst. Ein Beispiel, ja, dein Chef erwähnt Umsatzzahlen, Feuer-Emoji. Eine Kollegin spricht über Herausforderungen, Bizeps-Emoji. Jemand gibt irgendwie einen schlauen Kommentar ab, Daumen hoch. Für besonders wichtige Aussagen kombiniere mindestens 5 verschiedene Emojis. Klatschende Hände, Rakete, Herz, Glühbirne und natürlich das Einhorn. Weil, warum nicht? So stellst du sicher, dass dein Name ständig im Chat aufpoppt und niemand deine wertvollen Beiträge übersehen kann. Was du wirklich lernen solltest. Engagement ist wichtig, aber Qualität schlägt Quantität. Statt irgendwie wahllos Emoji zu streuen. Nutz den Chat für sinnvolle Beiträge. Stell relevante Fragen oder teile nützliche Links, die das Thema voranbringen. So zeigst du echtes Interesse und trägst konstruktiv zum Meeting bei. Ein gut platzierter, themenbezogener Kommentar ist wertvoller als 100 Emojis. Bevor wir jetzt gleich kurz weitermachen, lass mich dich einmal kurz fragen, kennst du solche Verhaltensweisen aus deinen eigenen Online-Meetings? Welche absoluten No-Gos hast du denn schon in Meetings erlebt? Lass es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Ich bin super gespannt. Und wenn du noch mehr Tipps für erfolgreiche Online-Kommunikation willst, diesmal ganz ohne Ironie, dann abonniere bitte meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Tipp Nummer 5, der Meeting-Monopolist. Meetings sind deine Bühne und du bist der Star. Ja, sobald du das Wort hast, dann lass es nicht mehr los. Egal, ob du Relevantes von dir gibst oder nicht. Hauptsache, du redest. Ich gebe dir ein Beispiel. Ja, das Meeting soll eigentlich die neue Produktstrategie besprechen. Perfekt. Starte mit einer ausführlichen Erzählung über deinen letzten Griechenlandurlaub. Dann schwenke zu deiner neuen Kaffeemaschine und ende mit einer detaillierten Analyse deiner Zukunftspläne. Zwischenfragen, ignoriere sie einfach und red weiter. Nach 20 Minuten Monolog fragst du, worüber haben wir jetzt eigentlich nochmal gesprochen? So zeigst du allen, dass deine Gedanken viel zu wichtig sind, um sich mit Kleinigkeiten wie dem eigentlichen Thema aufzuhalten. Was du wirklich lernen solltest. Weniger ist oft mehr. Konzentriere dich auf klare, prägnante Beiträge. Bereite deine Punkte vor und fass dich einfach kurz. Hör anderen aktiv zu und bau auf ihre Ideen auf. So ein durchdachter, relevanter Kommentar kann weitaus wertvoller sein als irgendwie ein langer Monolog. Versuch deine Beiträge wirklich mal auf maximal 2 bis 3 Minuten zu begrenzen, es sei denn, du hast eine längere Präsentation. Tipp Nummer 6, der Präsentationssaboteur. Warum solltest du anderen ihre Ideen präsentieren lassen, wenn du doch viel klüger bist? Sei der Typ, der jede Präsentation zur eigenen Show macht. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Dein Kollege stellt gerade sein sorgfältig ausgearbeitetes Konzept vor. Perfekt, dann wird es Zeit, ihn nach 30 Sekunden zu unterbrechen. Verzeihung, darf ich mal kurz einhaken? Stell dann die Frage, die nichts mit dem Thema zu tun hat oder erklär, warum dein Ansatz viel besser ist. Und als Kirsche auf der Sahne, fass am Ende alles mit deinen eigenen Worten zusammen und nimm den Applaus entgegen. So zeigst du allen, wer hier wirklich die Kontrolle hat. Was du wirklich lernen solltest, echte Führungsstärke zeigt sich durch Respekt und aktives Zuhören. Lass andere ausreden und ihre Gedanken erstmal vollständig präsentieren. Notier dir Fragen und stell sie am Ende der Präsentation oder wenn der Sprecher nach Fragen fragt. Wenn du zusammenfasst, gib dem ursprünglichen Sprecher die Anerkennung. So schaffst du eine Atmosphäre der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Respekts. Tipp Nummer 7, der spontane Künstler. Ja, PowerPoint ist für Anfänger. Nutz deine kreative Ader, um auf einem virtuellen Whiteboard alles zu skizzieren. Nutz jede Gelegenheit, um deine künstlerischen Fähigkeiten irgendwo zur Schau zu stellen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ja, inmitten von einer hitzigen Diskussion über Budgetkürzungen, da rufst du, Moment, ich visualisiere das mal eben. Dann aktivierst du das Whiteboard und lässt deiner Kreativität freien Lauf. Zeichne irgendwelche wilden Kritzeleien, die entfernt an Diagramme erinnern. Füg willkürlich Zahlen dazu, verbinde alles mit chaotischen Pfeilen und erklär dann mit wichtiger Miene, so, jetzt ist alles klar, oder? Verwirrte Blicke, perfekt. So beweist du, dass dein Denken einfach zu fortschrittlich für den Rest des Teams ist. Was du wirklich lernen solltest, visuelle Hilfsmittel können super nützlich sein, wenn sie gut vorbereitet und relevant sind. Wenn du was visualisieren möchtest, dann frag zuerst, ob es für alle in Ordnung ist. Dann erkläre klar, was du darstellen willst. Halt es so einfach und so fokussiert wie möglich. Ein gut strukturiertes Diagramm oder eine klare Skizze können komplexe Ideen viel besser vermitteln als ein chaotisches Gekritzel.
Übe also vorher den Umgang mit digitalen Zeichentools, damit du sie auch effektiv einsetzen kannst. Tipp Nummer 8, der Meeting-Verlängerer. Meetings, die enden dann, wenn du es sagst. Sei die Person, die jedes Meeting in die Länge zieht, egal wie dringend andere irgendwelche Termine haben könnten. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Der Host beendet gerade das einstündige Meeting pünktlich. Jetzt ist deine Zeit zu glänzen. Ruf nochmal laut rein. Oh, 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 oh. Halt, halt, halt. Eine letzte Sache noch. Bring dann ein völlig neues Thema auf, das mindestens weitere 20 Minuten Diskussion erfordert. Und besser noch, bitte den CEO, noch kurz unter vier Augen zu sprechen. Natürlich so, dass es alle hören. So stellst du sicher, dass jeder weiß, wie wichtig du bist und dass die üblichen Zeitbegrenzungen für dich eigentlich gelten. Was du wirklich lernen solltest, respektiere die Zeit aller Teilnehmer, einschließlich deiner Vorgesetzten. Wenn du wirklich etwas Wichtiges zu besprechen hast, dann sende eine kurze Mail und bitte um einen separaten Termin. So zeigst du, dass du die Zeit aller wirklich wertschätzt und gut organisiert bist. Wenn es doch wirklich dringend ist, dann frag höflich, ob du noch kurz eine Frage stellen darfst, aber halte dich wirklich maximal kurz, 1 bis 2 Minuten. So, das waren meine 8 Tipps, wie du in Online-Meetings garantiert auffällst. Ich hoffe, du verstehst das alles hier mit so einem kleinen Augenzwinkern und konntest zwischen den Zeilen lesen und hast die eigentlichen Lektionen auch gut mitgenommen. Denke mal dran, Respekt, Professionalität und echtes Engagement bringen dich weiter, als jeder Versuch irgendwie besonders wichtig zu erscheinen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreib auch mal in die Kommentare, ob dir diese Art von Format gut gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, bleib ambitioniert.